Oh hey da, was geht ab Leute? Hong hier. Mal nach langer Zeit wieder mit einer Hong Reacts Folge von den alten Zeiten. Das ist unsere erste gescheite Scanner-Tour. Ja, danach haben viele Leute gefragt und es flackert so. Oh, das ist nicht gut. Was flackert denn da so? Unsere erste gescheite Scanner-Tour mit der Map von Philipp. Damals haben wir ihn neu kennengelernt und die Map war auch neu. Und ja, los geht's. Wenn ihr das seht, dann ist es kurz vor dem C-Day. Viel Spaß beim C-Day. Eine saftige Ausbeute und ich check nicht, wieso das hier so flimmert. Oh mein Gott, neue Jacke. Was geht? Jetzt mal, was geht bei dir? Timmy war damals richtig scannersüchtig. Er wollte immer auf Tour gehen. Gehen wir ein paar Arenen vor einnehmen. Und Arenen wollte er auch. Und ein paar zerstören. Und ein paar zerstören. Keine Angst hat die. Platz 2 ist dir nicht mehr sicher, war. Oh mein Gott. Okay, den Song müssen wir wie immer vorspulen. Das können wir eigentlich auch vorspulen. Dann machen wir ein paar Arenen platt. Mit dem alten Arena-System. Mehr dazu wahrscheinlich in einem anderen Video. Aber an sich nichts allzu interessantes. Moment. So. Kommen zum Hofgarten, mein bester Freund. Ich frage mal wieder dort, ob ich kriege. Ja, er macht das. Wir laufen. Gerade Hofgarten angekommen. Direkt Lapras gespawnt. Genau da, wo wir waren. Jetzt geht's wieder zurück. Ja, Mann, genau da haben wir die Arena. Warte, oh mein Gott. Der geht das voll hoch, Mann. Leider doch nicht, Dimit. Wie aufgeregt er ist, Mann. Wie nervös. Der Lapras. Jetzt leider nichts mehr Besonderes, aber. Ja, Mann. Das ist doppelt, ja. Mein Gott. Oh mein Gott, ich sag dir die WP. Perfekt. Oh mein Gott. Ist tot! Lapras! Na egal, ich. Wie ist doch Imi weg? Oh mein Gott! Jetzt Leute, das solltet ihr nicht nachmachen. Ein weiterer Pokémon-Fänger? Wir sind einfach in ein fremdes Auto gestiegen und haben Pokémon gejagt. Kinder, macht das nicht nach! Mal ein bisschen weiter vor. Ivy ist tot. Oh mein Gott, Dimi hat das schon. Oh yes. Eisplitter Blizzard. Egal, Lapras. Lapras. Wir haben das Lapras gefangen. Weiter geht's. Wir sind spontan in ein fremdes Auto gestiegen. Ich hab Süßigkeit. Ist der Justus? Er wird ein guter Kollege. Der nächste Lapras wird knapp. Aber schaut, das so verrückt wird wie Tati. Das wussten wir damals nicht. Shoutout geht raus an Justus, lange nicht mal gesehen. Meld dich mal wieder. Wieder. Der Ladebildschirm. Hier? Alte Arenen, Alter. Wie es damals alles aussah. 35 war ich, Mann. 35, ich lauf mit Dratini. Weiter geht's. Super Dragoniers, Dratinis. Unser Fahrer hat jetzt ein Walkie-Talkie. Mit dem folgen wir anderen Leuten. Ja, Mann. Sehr organisiert. Alter, das ging so ab. Und wir waren Flüchtlinge, Neulinge. Wir waren Noobs, wir hatten keine Ahnung. Auf einmal steigen wir in ein Auto. Die haben Walkie-Talkies, die fahren dahin, dahin, dorthin. Wie weit ist das? Wir waren hier. Auf einmal sind wir hier. Vom Niveau, vom Level her. Also nicht Spielerlevel, sondern Verrücktheitslevel. Oh mein Gott! Ja, geht arbeiten, habt ihr auch keine Zeit zum Tanken. Was? Was? Hallo! Grüß dich! Servus! Hi! Dimi! Hi, ich bin der Hong! Grüß dich! Dimi! Servus! Servus. Ich bin der Hong! Weiter geht's! Und ich fange gerade Dimi! Kommst du schon Hong? Ja, ich hab so einen Ball geworfen, aber gefangen hab ich es noch nicht. Ja, ich hab auch erst einen Ball geworfen. Bei mir ist Abra geflohen. Verdient! Wir haben schon verdient, Dimi! Ich hab zwei Stunden. Oh, Diogo! Auch schon lange nicht mehr gesehen. Und weiter geht's! Weiter geht's! Ich hab's. Hier ist die Gang! Alle! Die Pokémon-Mafia! Ihr seid live dabei! Die waren echt verrückt. Alter, Mann! Sehr nette Leute! Echt, die waren echt super gut. Teamwork hier, Mann! Tatsächlich, ich bin immer dabei, Alter, Mann. Tatsächlich, wenn es hier so Scanner tun gibt, ist echt cool.
Alter. Also Limi war echt immer dabei. Scannen, das war sein Ding. Arena und Scannen. Farmen war er nie dabei, aber Scannen war er immer am Start. Schnell hier irgendwo. Fortnite-Werbung! So. Fortnite! Der ist dort in den Komplex. Digga, das ist kein Komplex. Auf der anderen Seite. Das ist ein Friedhof. Das ist kein Komplex, das Digga. Das sieht nicht rein, Mann. Das ist ja der Friedhof da. Ja. Müsste auf der anderen Seite vom Friedhof sein. Unser erstes Mal? Nein, wir gehen da nicht rein. Das ist echt der Friedhof. Das ist ein Friedhof. Das ist echt der Friedhof. Ja. 10 Folgen später. Digga, rein! Standard! Alles normal. Klar. Wir laufen durch, nachts durch einen Friedhof für Janeiro. So beginnt's. Okay. Oh mein Gott. Unsere Reise in die Scanner-Abenteuer. Oder auch nicht. Wir sind irgendwo im Friedhof. Verrückte Folge. Das war echt gruselig, ja. Das war echt Neuland für uns, Mann. Alter. Was? Ey, da ist noch ein Relaxer. Ein Tollwood. Oh, was ist das? 21.10 ist diesmal. Tollwood. Tollwood. Ding. Marienplatz. Schaffen wir das? Nicht Marienplatz, sondern Theresienwiese. Theresienwiese, ja. Schaffen wir schon. Ich glaube. Ich war jetzt trotzdem erstmal. Wegen Bonbon-Event. So, schaffen wir das. Geht zum Relaxer. Alter. Weg vom Friedhof. Das war eine der verrücktesten. Das ist ein Relaxo. Pokémon, die ich gefangen habe. Und durch die Menschenmasse Menge. Und nicht wie immer noch. Magisch, der ist immer noch platziert. Der ist immer noch tot, Mann. Pinsir! Damals noch nicht mein Liebling. Pinsir, mein Freund. Oh, aus dem Zehner, Mann. Gebt euch das. Weiter geht's hier beim Tollwut. Er ist genau mittendrin. Mittendrin. Das war nicht lustig, da durchzulaufen. Leiden pur, Alter. Sir, Sir. Geht's weg! Geht zur Seite, ihr Nicht-Pokémon-Spieler. Aha. Hast du's? Ja. Schlecker Edwin. Wie stark? Ich hab grad nur 1000. Also, 1000. Ich hab 1000 Leute umgehört. Ja. Schlecker Edwin. Oh, hier yes. Wieder raus, oder? Ja. Nice. Weiter geht's, das war Tollwut. Auf zum Giefler. Was für ein Giefler, Alter? Bist du soweit, Demi? Ich bin soweit. Ja, Ding, du musst Navi angeben. Ich weiß, aber lass mich jetzt mal den Stop mitnehmen. Okay, dann bist du nicht soweit. Gib doch keine falschen Informationen, Mann. Dafür hab ich Tati, Alter. Oh, Gott. Ja, Tati, Alter, du bist mal ein kleiner Hater. Und das nur, weil der Level, dein Platz gefährdet ist, Alter. Ich weiß es schon. Oh mein Gott. Wir haben gerade Galaxo verpasst, aber direkt Lapras und noch ein Galaxo gespawnt. Oh. Lapras zum Glück auf dem Weg. Es geht heute echt ab. Tati ist auch irgendwo. Vielleicht treffen wir ihn noch. Aber wie immer alleine. Was soll das heißen, Mann? Tati weiß schon, was es heißt, Alter. Oh, 2000. Oh, 2014. 2014. 2000. Tati, leider doch nicht. Alles klar. Perfekt. Mein Gott, damals noch ohne Screen Recorder. Oh, ich hätte mir direkt Tati, komm, ein Android. Ich hätte ab, direkt ein Android mir holen sollen. Ich hab abgeholt. Ja, Mann, leider. Was lagst du, hab ich hier gefangen, oder? Mit Screen Recorder. AZ Screen Recorder übrigens, Leute. Deswegen bin ich auf meinem iPhone mit schlechten GPS hängen geblieben. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hätte direkt investieren sollen. Wären die Videos sind Tatis neue Freunde sogar noch saftiger gewesen damals. Er wird uns vergessen für die. Hat er halt echt, Mann. Hat er halt echt. Aber kann man ihm nicht verübeln. Die anderen haben einen echten Boden gezogen. Yes. Noch ein Lapras gespawnt und noch ein Galaxo. Galaxo sogar noch 46 Minuten. Stunden zu bauen. Direkt am Schallplatz. Für mich und Tom reicht es danach, ja, Leute. Direkt Schallplatz. Da steigen wir aus. Letzter Stop. Relaxo. Schaltplatz, ja. Da wohne ich auch. Guck mal, jemand weiter. Für die gibt's keinen Stop. Ja, Mann. Hab ich gerade erfahren. Ja. Kein Limit. Jeden Abend bis in die Nacht hinein. Also bis in den Morgen hinein. Das letzte Relaxo. Zum Lapras haben wir es nicht mehr geschafft. Ich steig hier aus, Schaltplatz. Die anderen sind noch weitergefahren. Noch ein kleines Stratini. Aber die Nacht ist noch jung. Ich weiß nicht, was die anderen noch machen. Ich weiß nicht, was Tati noch macht. Aber morgen erfahren wir mehr. Das war's von mir. Das war's von mir.
Das war's von uns wieder und dieser verrückte Napf ist gelaxt, da ist mir leider noch entkommen, aber wir haben genug andere gelaxtes und Napfes gefangen. Nochmal Dank und Shoutout an Justus, unseren Fahrer, bei dem wir einfach so eingestiegen sind. Justus. Und an Philipp, der hat die Seite entwickelt, die Scanner-Seite, die ist echt krass. Ihr habt's gesehen, Pokémon kann man richtig gut scannen. Ja, erzähl nicht so viel von der Map, die gibt's nicht mehr. Auf jeden Fall, das war unsere erste gescheite Tour. Wir sind einfach eingestiegen und dann losgefahren und Pokémon gejagt. War echt geil, das Gefühl damals. Shoutout geht raus an Justus. Shoutout geht raus an die Pokémafia damals, die Map-Zeiten. Wie gesagt, euch viel Spaß beim C-Day. Das war's von mir und den guten alten Zeiten. Unsere erste gescheite Scanner-Tour. Demnächst noch ein paar andere Hongrex-Folgen. Auch auf ein paar krasse Arena-Touren. Die waren auch ziemlich lustig, freut euch darauf. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.